mich vielleicht mal ein bisschen um. Wunderbar. Okay. Das war ja dann die da, ne? Nee, die da war das. So, dann würde ich da hinfahren. Wunderbar. Ist da die... Nee, das ist gut. Ich wollte gerade fragen, ob da diese Verladerampe wieder bescheuert ist, aber das ist okay. So, wie schaut es denn hier aus? Habe ich da noch? Das sollte passen. Zumindest noch für... Ich glaube, drei sind es, ne? Drei Kostenkantor. Drei. Okay, also für drei reicht es auf jeden Fall noch. Waren es nur drei? Drei, sechs. Und das wären dann 18. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Dann bist es du, ne? Auch nicht. Ah, da. Vielleicht soll ich da klicken. Genau. Das sind drei und das ist... Ah, das reicht locker. Wunderbar. So, dann... Krabbeln wir uns mal so ein paar Inseln. Die war es nicht. Die war es auch nicht. So. Die ist nicht der Tabak-Experte. Die ist auch nicht der Tabak-Experte. Die ist Tabak-Experte. So. Die da unten, das ist egal. Eigentlich. Die ist eigentlich auch egal. Und die ist eigentlich auch egal. Die gehört eigentlich zu der da oben. In der Theorie zumindest. So. Genau, und dann müsste ich eigentlich meine Leute wieder mit Baumaterialien versorgen, damit ich wieder lustige Steuern erhalte. So, das müsste meine Alkoholprobleme ein bisschen beiseite schieben, hoffe ich zumindest. So. Ich würde ganz gerne mal speichern. Spielstand gespeichert. Wir könnten in der Theorie auch hier hinten irgendwo was machen. Weil ich da natürlich noch Sachen mit Lebensmitteln machen wollte. Okay, wir verkaufen die Lebensmittel gerade. Wir verkaufen den Tabak, wir verkaufen den Kakao. Wir verkaufen den Alkohol. So, aber das bedeutet eigentlich auch, wenn ich das jetzt mal richtig sehe, warte mal, dann müsste ich doch jetzt immer noch keine große Werft haben. Ich dachte, das Ding war die Universität. Oder brauche ich da noch eine Mindestanzahl Einwohner für? Hm. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Was gibt es denn sonst noch? Ein Theater. Ein Theater war es aber mit Sicherheit nicht. So. Wahrscheinlich war es wieder die Mindestanzahl Einwohner. Wie immer. Ich habe es wieder verpeilt. So, dann würde ich jedoch sagen... Da habe ich eigentlich mehr Abdeckung von Inseln, ne? So, das ist eigentlich fast besser. Wunderbar. Und dann ist die nächste... Wo ist die Kakaoinsel? Ist hier... Die würde ich mir nehmen. Die andere war da. Na gut, dann gehen wir erstmal dahin. So, wie gesagt, wir wollen uns ja die Inseln unter den Nagel reißen. Bam, 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 ba, da, dam, bam, 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 bam.
Prinzip kann ich da eigentlich schon bauen und verkaufen. Und zwar zu 100%. So, habe ich überhaupt noch Öl? Ja, habe ich. So, jetzt habe ich 500 von denen. Ja, und jetzt kann ich die Werft bauen. Genau. So, ob ich da dann aber wirklich die Dings für gebraucht habe, ist noch so ein bisschen die Frage. Okay, das mit dem Alkohol sieht jetzt momentan ganz okay aus. Die Einkünfte erholen sich auch so ein bisschen. Okay. Dann würde ich mal zu dir sagen. Hier so, oder? Ich glaube, das ist die. Ja, ich glaube, das da unten ist schon die beste Abdeckung von der Insel. So, und die andere war nicht die. Und nicht die, sondern die da, oder? Was ist mit der? Das ist egal. Die wollte ich. So. So, wir speichern noch mal schnell. Spielstand gespeichert. So, und dann würde ich eigentlich auch ganz gerne ein bisschen. So, die Idee wäre, dass sich die Inseln dann selber tragen. Ich soll ja die Monopole aufbauen. Das heißt, ich würde da Tabakfeld hinbauen und dann würde ich. Da, 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 da. So, wie schaut es bei dir mit aus? Ah, super. Ich brauche da einen Marktplatz. Das ist einfach so. Ich muss hier einen Marktplatz hinbauen. Oder vielleicht sogar hier. Also statt der Straße. Jetzt können wir mal gucken, ob man das machen kann. Sich ein bisschen umdrehen. So rum. Ja, das wäre sinnvoll. Das wäre echt super sinnvoll. Weil dann kann der sich da oben um die Hälfte kümmern und ich kann mich hier um die Hälfte kümmern. Da, da, da. Da, da. So, und dann bauen wir dich da nochmal hin. So, haben wir die komplette Insel für uns. Wunderbar. Und dann würde ich doch mal sagen, was ist mit der da unten? Ne, die da unten ist es nicht. Die einzige, die jetzt noch Probleme machen würde, wäre die da. So, und da müsste ich dann halt wirklich von oben reinkommen und die Leute glätten. Dazu würde ich Soldaten bauen und große Schiffe und. So. Wie sieht es mit meiner Bilanz aus? Sie ist okay. Ja, weil ich 100 Dings habe. Eine Insel wurde besiedelt. Ja, das darfst du. Da, das ist nicht das Problem. Mach das. So, das ist der rote. Ich muss jetzt bloß schauen, habe ich noch irgendwo einen Tabak übersehen? Nee. Hier? Ja. Aber wer da Tabak anbaut, ganz ehrlich. So.
Dann fahren wir mit dir nochmal hier her zurück. Und wir sortieren dann halt das Ding. Also wir laden dann Steine aus. So, dann würde ich das nämlich so machen und so sogar. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht da vielleicht auch sogar ein Ding hinbaue. So, wie schaut's denn hier aus? Okay, nee, der nimmt das alles mit, das ist gut. Okay, das hier ist halt in meinen Gewässern, deswegen ist das für mich halb so dramatisch. Ja, das mit dem Alkohol erholt sich, Tabak ist okay, Nahrungsmittel ist okay, die verkaufe ich ja zu dem Zeug. Deswegen habe ich noch irgendwo Bürger, ja da, 99 habe ich noch, da sind auch noch welche. Ah, super. Das heißt, die Tabakmanufakturen haben genug zu tun. Das klappt echt toll mit dem Tabak inzwischen. So, wie gesagt, den Kakao würde ich eigentlich fast... Ja, dann muss ich da hinten eigentlich auch, wenn ich dann Tabakplantagen mache. Also wenn ich da noch eine Tabakplantage hinsetze und dann noch eine Tabakplantage hinsetze, weil ich ja will, dass die sich selber tragen. Wobei 15, ganz ehrlich. Die kann man auch verzichten. Da geht es ja wirklich darum, dass ich das blockiere. Und hier habe ich ja schon ordentliche Tabakplantage. So, also du kannst raus. Du kannst raus. Du kannst auch noch hoch. Wie viel haben wir jetzt? 2. Reicht das? Das reicht wahrscheinlich nicht. Euch 3, ne? 4. Weil ich will halt den Tabak jetzt eigentlich sichern. Okay, jetzt machen wir erstmal die Steine hier fertig. So, und dann würde ich nochmal Werkzeug klauen. Von zu Hause. Die wollte ich auch umsiedeln. Eigentlich. So. Die will ich eigentlich auch wirklich umsiedeln. Na gut, dafür brauche ich jetzt Werkzeug. Das geht dann nicht. Okay, und den, da wollte ich auch noch was Neues bauen. Aber dafür brauche ich ja auch Werkzeug. Ich speichere noch. Gesichert. So, das Zeug läuft. Da würde ich eigentlich ganz gerne mal meinen Verkaufsbestand erhöhen auf 80 Tonnen. Ich möchte einfach Zeit haben, reagieren zu können, falls irgendwas nicht passt. Das ist alles. Ich glaube es eigentlich nicht, dass es nötig ist, aber ich möchte einfach die Möglichkeit haben zu reagieren. So, und Tabak. Kann ich mal auf 60 erhöhen und Kakao kann ich mal auf 33 erhöhen. So, und du könntest dich eigentlich mal reparieren lassen. Und du könntest eigentlich mal bei Gelegenheit Werkzeug einsammeln. Also die Sache mit dem Alkohol, die ist okay. Und wir wollen halt unsere Verkaufserlöse steigern. Weil das ja der Witz an der Geschichte ist. Das ist ja der Witz an der Mission, dass wir ein Monopol aufbauen und das Monopol eiskalt missbrauchen. Bin ich eigentlich normal kein Freund von, aber das ist der Witz an dieser Mission. So, dann würde ich mal
sagen hier runter. Schiffsreparatur beendet. Wunderbar, dann kannst du wieder auf deine Tour gehen. Das habe ich schon befürchtet, dass ich ihn verkaufen will. So, kann man zu dir auch nochmal sagen, hier runter. Die zwei würden mir eigentlich für den einen Marktplatz, den ich da unten bauen will, schon reichen. Deswegen machen wir das doch glatt. Für den Marktplatz brauche ich ja keine Steine. Nee, das ist ja auch mit eines der ersten Dinge, die man so baut. Deswegen, das Lager ist immer noch voll, ne? Das Lager hier ist auch nachher am voll sein. Nee, das machen wir schon so. Und dann würde ich hier auch die Wege ändern. Also dann würde ich da wirklich sagen, tak tak, das werden wieder Felder. Und hier tak tak. Und dann können sie sich nämlich streiten und ich glaube, dann läuft es besser mit dem Durchsatz. Weil der ist ja wirklich jetzt die Auslastung einfach im Keller, weil halt keiner hingeht, dieses Zeug abholen. Weil der immer mit allem... Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Weil er immer mit allem Möglichen beschäftigt ist. Macht das, ganz ehrlich. Du mit deiner Flotte, du kannst das ruhig tun, da habe ich echt kein Problem mit. So. Meine Bilanz ist eigentlich jetzt gerade relativ gut, muss ich sagen. Das überrascht mich ein bisschen. Tabakwaren. Könnte besser laufen. Okay. Das heißt, ich müsste da vielleicht noch eine Dreher-Dings hinbauen. So, da unten will ich ja eigentlich nicht, weil... So, genau, wunderbar. Und zack. Perfekt. Also genau, das mit dem Tabak, das könnte halt besser laufen. Die Lebensmittel, das könnte auch besser laufen. Die halten sich gerade so die... nicht wirklich. Kakao erholt sich langsam. Also Kakao wird. Tabak, weiß noch nicht, Alkohol auf jeden Fall. Alkohol ist gut. Nahrung ist grenzwertig. Okay, Nahrung und Tabak sollte ich im Auge behalten. Kakao ist auch ganz schön grenzwertig. Ich glaube, wenn da der nächste Kaufmann kommt, dann... Okay. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier unten und dann würden wir mal das Werkzeug ausladen. Und dann müssten wir hier sagen... 1, 2, 3, vielleicht sogar 4, das müssen wir gleich sehen. Yep, 4. Zack. Und dann würde ich hier sagen, bitteschön. So, und dann würde ich zu dir nämlich sagen, ihr könnt weg. Da würde ich wieder Tabak reinsetzen. Tabak und Tabak. Gut, den Hammer. Und dann würde ich hier sagen... 1. Hast du noch Steine dabei? Schade. Na gut, komm. So ein kurzer Weg, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Geht bloß darum, dass du halt regelmäßig das Zeug abholst. Und eigentlich können wir den dann auch umbauen. Aber sei es drum. Da können sie sich dann halt abwechseln. So, und der ist jetzt auch leer. Das ist schön. So, und dann würde ich eigentlich da mal wieder nach Hause fahren wollen und vielleicht das Holz abgeben. Okay, Tabak erholt sich, Alkohol erholt sich, Nahrung ist grenzwertig, Kakao erholt sich. Okay.
oben könnten wir eigentlich... Können wir da hinten noch ein Holzding hinbauen? Ja, wir brauchen demnächst viel Holz. So, dann müsste ich mal schauen, was brauche ich denn für meine große Werft? Meine große Werft bräuchte ich... Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Für meine große Werft brauche ich 10 Werkzeuge. Okay. Da sind nur noch die beiden, ne? Ja, alles andere sind kaufen. Ah, ne, da hinten haben wir noch welche. Ja, Lebensmittel ist so ein grenzwertiges Ding. So, dann machen wir das halt. Lass mal hier sagen, zack, zack. Einmal, zweimal. Dreimal. Viermal. Und dann kann man da einen... Einen Metzger hinsetzen.